Wie funktioniert Hypnose? Wie wirkt Hypnose? Wie wirkt Hypnosetherapie? Was kann eine Hypnose-CD? Zunächst stelle ich mich erstmal vor, mein Name ist Wilfried Matt, alias Undini. Ich möchte Ihnen die Hypnosetherapie etwas näher bringen. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, um zu verstehen, warum Hypnosetherapie so erfolgreich ist und warum man auch über eine Hypnose-CD Erfolg haben kann. Über meine Undine-Hypnose-CDs sehen Sie auf den Fotos Zitate aus Zeitschriftenberichten wie Freizeitrevue, Bunte, Bild, Penthouse und so weiter und Gutachten der Uni Hannover. Meine Undine-CDs wurden im Fachhandel verkauft, wie zum Beispiel Mediamarkt und so weiter. Zunächst möchte ich erstmal aufklären, wodurch unterscheidet sich die seriöse therapeutische Hypnose von der Showhypnose bzw. Bühnenhypnose und Straßenhypnose. Die seriöse therapeutische Hypnose ist ein tiefenpsychologisches Verfahren, in dem die Trancefähigkeit des Menschen für Heilungszwecke genutzt wird. Sie zielt darauf ab, den Menschen zu selbstbestimmter, geistiger und körperlicher Gesundheit sowie zur Entfaltung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Gesundheit zu verhelfen. Im Gegensatz zur therapeutischen Hypnose zielt die Showhypnose darauf ab, das Publikum zu unterhalten. Aufgrund der möglichen psychischen Folgen der Bühnenhypnose haben einige Länder die Show- bzw. Bühnenhypnose ganz verboten. In manchen Ländern, zum Beispiel Deutschland, ist die Showhypnose bzw. Bühnenhypnose noch erlaubt. In der Zauberei wird Hypnose manchmal nur vorgetäuscht, zum Beispiel früher bei Schwebetechniken. Die Hypnose kann keine Schwerkraft durchbrechen. Dahinter steckt immer ein Trick. Deshalb ist die offizielle Aussage des magischen Zirkels: Zaubern ist die bewusste Irreführung des Publikums mit dem Hintergrund einer wunderbaren Unterhaltung für das Publikum. Auf die Themen Schlafstörungen und Nikotinentzug und kann ein Hypnotiseur einer Person einen posthypnotischen Auftrag erteilen, eine Straftat zu begehen, gehe ich zum Schluss noch näher ein. Und nun zur Erklärung, warum ist Hypnosetherapie so erfolgreich? Um dies zu verstehen, hole ich ein bisschen aus. Spricht der Therapeut nur mit den Klienten, bleibt alles auf der rationalen Ebene. Arbeitet der Therapeut mit der therapeutischen Hypnose, haben die Klienten Zugang zum Unterbewusstsein. Ohne Hypnose geht es nicht, weil diese tiefen Bewusstseinsebenen immer hypnotisch sind. Nur dort ist jede Sekunde des Lebens gespeichert und auch immer wirksam. Hier kann der Therapeut erfragen und auch neu programmieren. Das heißt, der Therapeut kann Dinge erfragen, die im Bewusstsein nicht mehr vorhanden sind. Und es können neue, dauerhaft wirksame Verhaltensmuster programmiert werden. In unserem Bewusstsein sind bei weitem nicht alle erlebten Dinge vorhanden. So kann im hypnotischen Zustand zurück bis in den Mutterleib abgefragt werden. Bei einem Kind im Mutterleib ist ab circa dem 6. Monat das Gehirn des Kindes so weit entwickelt, dass alle erlebten Ereignisse in Hypnose abgefragt werden können. Deshalb ein Appell an alle werdenden Mütter: Alles, was sie während der Schwangerschaft sagen, hat eine Wirkung auf ihr Kind. Zum besseren Verständnis einige Fallbeispiele. Eine schwangere Frau fiel die Kellertreppe hinunter. Genau dies hat eine Klientin in Hypnose erzählt. Sie war damals im Mutterleib und bei Nachfrage bei der Mama wurde dies von der Mama bestätigt. Auch Personen, wo die Eltern sich mit dem Gedanken einer Abtreibung befasst hatten, haben dies mitbekommen. Diese Personen starten nach der Geburt mit einem negativen Urgefühl, was für eine positive Entwicklung sehr, sehr hinderlich ist. Eine Dame hat in Hypnose erzählt, dass sie nach der Geburt zur Adoption freigegeben wurde. Ursache war: Der Vater war amerikanischer Soldat, wurde wieder in die USA zurückversetzt und die Mutter wollte ohne Kind unbedingt in die USA zu ihrem Freund. Das alles war der Dame nicht bewusst, wurde aber in Hypnose aufgedeckt. Zum Beispiel liegt die Ursache einer Phobie manchmal daran,
dass die Personen bei der Geburt zu lange im Geburtskanal waren. Diese Personen haben Angst im Lift, Angst in engen Räumen und so weiter. Durch ein Wiedererleben der Geburt in Hypnose kann die Blockade behoben werden. Freud sprach davon, dass unser bewusster Anteil am Gehirn ca. 10% beträgt. Einstein sprach von 5%. Die neuesten Studien der Vanderbilt-Universität sprechen von 1 Promille. Unser bewusster Verstand nutzt also nur einen winzig kleinen Teil unseres Gehirns. Laut Vanderbilt-Universität nutzt 999 Promille vom Gehirn unser Unterbewusstsein. Im Unterbewusstsein ist jede Sekunde des Lebens gespeichert und auch immer wirksam. Auf der hypnotischen Bewusstseinsebene ist jede Sekunde des Lebens abrufbar. Es gibt allerdings auch eine Einschränkung. So können Personen, die einen visuellen Hauptkanal haben, alle Bilder sofort aus dem Unterbewusstsein hervorholen. Jede Sekunde des Lebens ist in Hypnose sofort abrufbar. Personen, die ihren Hauptkanal auditiv, also über Hören, oder kinästhetisch, also über Anfassen, Fühlen, Riechen, Schmecken haben, gelingt das leider nicht so gut. So können Personen, die man in Hypnose zum Beispiel zum Geburtstag des ersten Lebensjahres zurückführt, ganz genau sagen, was sie damals anhatten. Zum Beispiel, was für eine Hose, was für ein Hemd, was für Schuhe und was für Farben die Teile hatten. Und das ist auch nachprüfbar. Jede Sekunde des Lebens ist in unserem Unterbewusstsein gespeichert. Kein Computer der Welt ist so gut wie unser Gehirn. Im Wachzustand erreicht man das Unterbewusstsein nur bedingt. Ich habe zum Beispiel eine Klientin im Wachzustand gefragt, was sie glaubt, warum sie krank geworden ist, und dann die gleiche Frage in Hypnose gestellt. Ich habe 2 total unterschiedliche Antworten bekommen. Der Klientin war absolut nicht klar, was in ihrem Unterbewusstsein vorgeht. Stehen sich bei einem Thema Unterbewusstsein und bewusster Verstand feindlich gegenüber, dann gewinnt ausnahmslos das im Unterbewusstsein gespeicherte Verhaltensmuster. Ein Beispiel über die Macht unseres Unterbewusstseins, das jeder kennt. Wir liegen im Bett und wollen einschlafen. Es geht nicht. Wir sagen, ich muss jetzt schlafen. Ich will jetzt schlafen. Es funktioniert einfach nicht. Unser Unterbewusstsein ist einfach noch nicht bereit, uns einschlafen zu lassen. Erst wenn die anstehenden Themen bzw. Probleme ausreichend behandelt wurden, ist unser Unterbewusstsein bereit, uns einschlafen zu lassen. Und das kann dauern. Ein anderes Beispiel. Eine Person ist unterbewusst von Mutter, Vater oder Chef zum Beispiel abhängig. Dann kann diese Person krank werden, zum Beispiel Migräne bekommen. Nabelt man die Person in Hypnose ab, indem man das Band der Verbindung schmerzlos durchtrennt. So habe ich es oft erlebt, dass die Migräne dauerhaft verschwunden war. Diese Abhängigkeit ist den Personen in der Regel nicht bewusst, also im Bewusstsein nicht vorhanden. Durch jahrelangen erheblichen Einfluss von zum Beispiel Mutter und so weiter entsteht unterbewusst diese Abhängigkeit. Noch ein Beispiel. Setzt sich eine Person dauerhaft zu hohe, unerreichbare Ziele, kann es sein, dass das Unterbewusstsein sich in eine Krankheit flüchtet. Das heißt, immer wenn das Unterbewusstsein erkennt, das Ziel ist nicht erreichbar, flüchtet das Unterbewusstsein in die Krankheit. Ein Alibi, ich kann das Ziel nicht erreichen, ich bin krank, zum Beispiel Migräne, mit Kopfschmerzen, Lichtempfindlichkeit, Übelkeit, Unterbrechen. Dies ist der Person allerdings nicht bewusst. Und so wiederholt sich die Krankheit so lange, wie kein anderes Verhaltensmuster im Unterbewusstsein programmiert wird. Hypnosetherapeuten gehen heute davon aus, dass ca. 80% aller Krankheiten einen psychischen Ursprung haben. Wird die Ursache behoben, ist auch die Krankheit verschwunden. Nochmal, stehen sich bei einem Thema Unterbewusstsein und bewusster Verstand feindlich gegenüber, dann gewinnt ausnahmslos das im Unterbewusstsein gespeicherte Verhaltensmuster. Es spricht einiges dafür,
dass unser Bewusstsein vielen unbewusst getroffenen Entscheidungen hinterherhinkt und sich anschließend der Illusion hingibt, es wäre der eigentliche Initiator der Handlung gewesen. Wir haben am Tag ca. 50.000 Gedanken. Im Wachzustand erreichen wir unser Unterbewusstsein nur bedingt. So entstehen Verhaltensmuster im Unterbewusstsein durch wochen- und monatelanges Denken in gleicher Richtung. Dadurch werden die Muster abgespeichert. Wir sind also für unsere Verhaltensmuster selbst verantwortlich. Um eine Änderung eines Verhaltensmusters im Unterbewusstsein zu erreichen, bedarf es außerordentlich viel Energie. Denn wir haben ja bewusst lange in eine Richtung gedacht. Dazu muss man sehr lange, manchmal über Wochen, im bewussten Zustand, neue Verhaltensmuster täglich bewusst bejahen. Um eine rasche Änderung zu erreichen, kommt es also darauf an, das Unterbewusstsein direkt zu erreichen. Genau dies passiert in Hypnose. Im Gehirn gibt es Hirnströme, die in Zyklen pro Sekunde gemessen werden. Im Wachzustand haben wir im Gehirn ca. 18 bis 22 Zyklen. Beim Einschlafen haben wir ca. 6 Zyklen. Zwischen 6 und 12 Zyklen haben wir einen direkten Zugriff auf das Unterbewusstsein. Um das Unterbewusstsein direkt zu erreichen, kommt es also darauf an, die Hirnwellen weit genug abzusenken. Über meine CDs können die meisten Personen ihre Gehirnzyklen so weit absenken, dass ein Zugriff zum Unterbewusstsein vorhanden ist. Suggestionen fließen direkt in die Teile des Gehirns, wo die Verhaltensmuster gespeichert sind. So ist eine rasche Verhaltensmusteränderung möglich. Ein Beispiel, das jeder kennt. Wir haben geträumt, wachen auf und wir wissen genau, was wir geträumt haben. Wir stehen auf und haben bewusst keine Erinnerung mehr. Warum ist das so? Bei den meisten Träumen ist das so. Wenn wir aufwachen, sind unsere Gehirnzyklen bei ca. 6 Zyklen. Wir können bewusst ins Unterbewusstsein hineinsehen und wissen ganz genau, was wir geträumt haben. Wir stehen auf und die Gehirnzyklen gehen in den Wachzustand zwischen 18 und 22 Zyklen. Unser Bewusstsein kann nicht mehr ins Unterbewusstsein hineinsehen und so wissen wir bewusst nicht mehr, was wir geträumt haben. Der Traum ist einfach nicht mehr bewusst. Es gibt keine Erinnerung mehr. Und nun zum Thema Schlafstörungen. Circa 10% der Deutschen haben Schlafstörungen. Für sehr viele Betroffene ist die Psyche dafür verantwortlich. Schlafstörungen können auch gesundheitliche Probleme bereiten. Meine Erfahrungen mit Hypnose bei psychischen Schlafstörungen sind äußerst positiv. Es werden neue Programme im Unterbewusstsein programmiert. Die betroffenen Personen finden wieder ihren gesunden Schlaf. Auch mit den Hypnose-CDs ist eine rasche Verhaltensmusteränderung bei Schlafstörungen möglich. Was wird erreicht? Erstens Stressbewältigung. Zweitens psychische Ausgeglichenheit und Wohlbefinden. Drittens, Schlafstörungen können behoben werden. Viertens, 20 Minuten Tiefenentspannung ist erholsam wie mehrere Stunden Schlaf. Und nun zum Thema Rauchen. Wir wissen, dass unsere alten archaischen Gehirnebenen ständig unsere Bewusstseinsebenen begleiten und sehr viel unsinnige Sachen produzieren. Ein Beispiel ist das Rauchen. So fragt man sich, wieso ein intelligenter Mensch rauchen kann. Schon Freud sprach davon, es ist ein Ersatz für das Nuckeln an der Mutterbrust. Oder besser gesagt, die Zigarette ist eine Art Schnuller, die ein Ersatz zum Nuckeln ist und immer verfügbar ist. Psychisch setze ich mit der Nichtraucher-CD an, physisch, also körperlich bedingt, setze ich mit einer Entgiftung des Körpers an. Um Erfolg zu haben, sollte man also psychisch und physisch ansetzen. Zum Thema, warum nimmt man zu, wenn man zum Rauchen aufhört? Bei einem Konsum von 20 Zigaretten am Tag
hat man einen um 200 Kalorien höheren Grundumsatz im Körper. Es liegt also nicht daran, dass man mehr isst, sondern dass man diese 200 Kalorien, die durch das Nichtrauchen nicht mehr verbrannt werden, anders verbrennen muss. Zum Beispiel mit Bewegung und Sport. Das sind im Jahr also ca. 72.000 Kalorien, die Sie abarbeiten müssen. Eine sehr häufig im Internet angeklickte Frage ist, kann ein Hypnotiseur einer Person einen posthypnotischen Auftrag erteilen, eine Straftat zu begehen? Eines der wohl bekanntesten Attentate ist das Attentat auf Robert Kennedy. Hier halten sich hartnäckig Gerüchte, dass der Mörder einen posthypnotischen Auftrag hatte, Robert Kennedy zu ermorden und anschließend die Tat und alle mitwirkenden Personen zu vergessen. Der beschuldigte Mörder hat bei allen Befragungen angegeben, sich an keine derartige Tat zu erinnern und hatte auch kein schlechtes Gewissen. Hier stellt sich auch die Frage, gibt es mehr solche Taten und warum wurden sie nicht aufgeklärt? Ganz einfach, weil sie nicht aufgefallen sind. Würde eine Person, die keine kriminelle Energie hat und die Gedanken der Tat noch nie gehabt hat, einen posthypnotischen Auftrag bekommen, eine solche Tat zu begehen, würde die Person mit hoher Wahrscheinlichkeit die Tat nicht begehen und auch aus der Hypnose erwachen. Ein erfahrener Hypnotiseur mit Kenntnis vieler Techniken könnte eventuell bei einer sehr suggestiblen Person den automatischen Selbstschutz umgehen. Als Beispiel, er sagt der Person, da am Fenster steht eine alte kaputte Maschine. Du hast diese alte kaputte Maschine sowieso nie gemocht. Schmeiß sie aus dem Fenster. Es ist aber nicht eine Maschine, sondern ein gesunder Mensch. Konnte der Hypnotiseur der Person glaubhaft machen, dass dieser Mensch eine alte kaputte Maschine ist, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit den Menschen aus dem Fenster werfen. Hat eine Person eine hohe kriminelle Energie und schon einmal die Gedanken der Tat gehabt, dann würde diese Person mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auch die Tat ausführen. Es ist allgemein nicht bekannt, dass wenn eine Person passt bzw. bereit ist, auch eine Telefonhypnose möglich ist. Dabei spielt die Entfernung keine Rolle. Undine-CDs heben sich von vergleichbaren Mitbewerbern ab. Der Anspruch liegt darin, außer den leicht bis gut hypnotisierbaren auch die 35% schwer hypnotisierbaren Personen in eine Tiefenentspannung zu führen. Eine Statistik über die Hypnotisierbarkeit der Menschen. Sehr leicht hypnotisierbar 5%, leicht hypnotisierbar 20%, gut hypnotisierbar 35%, schwer hypnotisierbar 35%, nicht hypnotisierbar 5%. Bei den Undine-CDs wirken 4 Methoden gleichzeitig auf den Anwender. Die Methoden. Erstens, Fixationsmethode. Die Anwender sehen bei der Einleitung auf einen Punkt. Zweitens, Suggestion, ständig hörbare Sprache. Drittens, Subliminaltechnik, unhörbare Suggestionen, die so mit der Musik verbunden sind, dass sie nicht mehr akustisch für ihr Ohr und ihr Bewusstsein, sondern nur noch für ihr Unterbewusstsein wahrnehmbar sind. Viertens, eine angenehme Musikkomposition mit sogenannten langen Wellen hilft, die Hirnwellen schneller abzusenken. Außerdem werden alle Sinneskanäle angesprochen, visuell, auditiv und kinästhetisch. Es ist sehr wichtig, dass die Sinneskanäle angesprochen werden. Hierdurch wird eine gehirngerechte Verarbeitung der Suggestion erreicht. All diese Methoden führen dazu, dass die Hirnwellen rasch in den Alpha-Zustand abgesenkt werden. Hirnphysiologen haben nachgewiesen, dass unter Hypnose die Hirnwellen nicht im Delta-Bereich, also im Schlaf, liegen, sondern im Alpha-Bereich. Hypnotische Mechanismen wirken nicht nur auf das Nervensystem, sie können auch Muskeln, Kreislauf, Hormone und Immunsystem beeinflussen. Außerdem werden im Alpha-Bereich auch die tieferen Schichten des Gehirns bzw. Unterbewusstsein erreicht. Hier im Unterbewusstsein sind unsere Verhaltensmuster gespeichert.
So können mit positiven Suggestionen Verhaltensmuster geändert werden. Das führt zu neuem Denken, Handeln und neuer Gesundheit. Die Themen meiner CDs in Studioqualität sind CD Schlaf tief und erholsam, CD Nichtraucher, CD Potenz. Neu auf dem Computer erstellte Themen sind CD Immunsystem stärken, CD Krebs, Immunsystem und Chemo, CD Autoimmunreaktion 1 mit mir selbst, CD Darm heilen, CD Die innere Gestalt ist unzerstörbar, CD Mit Selbstauslöser Ängste durchbrechen, CD Ängste verbrennen. Auch eine individuelle CD kann erstellt werden. Ansprechen dürfen Sie mich gerne über meine Mailadresse undini@gmx.at. Diese CD hilft Ihnen, Stress und innere Unruhe abzubauen. Sie können gut schlafen und fühlen sich psychisch ausgeglichen. Sie sind wieder voller Energie und Tatenlust. Die auf dieser CD gesprochenen Suggestionen und Hypnoentspannungsübungen versetzen Sie zunächst in einen entspannten Zustand. In diesem Zustand ist es möglich, Zugang zum Unterbewusstsein zu erlangen, ohne dass der wachbewusste Verstand stören kann mit seinem Ich schaffe es ja doch nicht. So kann mit Änderungsformeln das alte, belastende Verhaltensmuster aufgelöst werden. Hören Sie die Hypnoentspannungs-CD täglich. Die besten Zeiten sind in der Mittagspause oder vor dem Schlafengehen. Und das 4 bis 6 Wochen täglich. Genauso wie es in der Beschreibung steht. Achtung! Hören Sie diese CD nie beim Autofahren oder wenn Sie andere Fahrzeuge führen. Es begleiten Sie unhörbare Suggestionen, die so mit der Musik verbunden sind, dass Sie nicht mehr akustisch für Ihr Ohr und Ihr Bewusstsein, sondern nur für Ihr Unterbewusstsein wahrnehmbar sind. Folgende unhörbare Suggestionen begleiten Sie. Ruhe ist gut für mich. Entspannung tut so gut. Ruhe ist gut für mich. Entspannung tut so gut. Setzen Sie sich jetzt in einen bequemen Sessel. Achten Sie darauf, dass Sie auch Ihren Kopf anlehnen können. Oder legen Sie sich auf eine Liege. Oder legen Sie sich auf ein Bett. Und nun versuchen Sie sich zu entspannen. Das gelingt Ihnen am besten, wenn Sie 10 Sekunden alle Ihre Muskeln ganz fest anspannen. Und dann ganz langsam wieder lösen. Sie liegen jetzt ganz ruhig und entspannt da und sehen mit Ihren Augen nach oben, in Richtung Ihrer Augenbrauen. In dieser Augenstellung suchen Sie sich einen Punkt an der Decke. Achten Sie darauf, dass Ihre Augen nach oben in Richtung Ihrer Augenbrauen sehen. Sie dürfen Ihren Blick nicht eine Sekunde von Ihrem auserwählten Punkt abwenden, bis ich es sage. Sonst ist die Wirkung vorbei. Achten Sie jetzt auf Ihren Atem. Und sehen Sie dabei fest und ruhig auf Ihren auserwählten Punkt. Achten Sie auf Ihren Atem, wie der Atem in Ihren Körper einströmt und wie sich dabei der Bauch hebt und senkt.
achten Sie jetzt auf Ihren Atem, wie sich dabei der Brustkorb hebt und senkt. Sehen Sie fest und ruhig auf Ihren auserwählten Punkt und achten Sie auf Ihren Atem, wie sich dabei Ihr Bauch hebt und senkt. Sie liegen jetzt ganz ruhig und entspannt da. Ohne zu zwinkern, sehen Sie fest und ruhig auf Ihren auserwählten Punkt an der Decke. Alles andere ist ohne jede Bedeutung. Nur der von Ihnen auserwählte Punkt an der Decke ist jetzt von Bedeutung. Alles andere ist vollkommen unwichtig geworden. Durch die Konzentration auf den Punkt an der Decke nimmt auch die Aktivität Ihres Unbewussten zu. Sehen Sie nur auf den Punkt an der Decke. Alles andere ist unwichtig geworden. Und mit jedem Atemzug werden jetzt Ihre Augen und Ihre Augenlider schwerer und schwerer. Sie fühlen auch Ihren Kopf auf der Unterlage liegen. Mit jedem Atemzug werden Ihre Augen und Ihre Augenlider schwerer und schwerer. Und sobald Ihr Unbewusstes bereit ist, in einen tiefen oder tiefsten Entspannungszustand zu gehen, dann schließen sich Ihre Augen ganz von selbst. Nichts ist mehr wichtig. Ganz automatisch nimmt jetzt die Aktivität Ihres Unbewussten zu. Darum brauchen Sie sich nicht mal besonders zu bemühen, auf meine Stimme zu hören, weil ja Ihr Unbewusstes ständig im Interesse Ihrer Ziele reagiert. Mit jedem Atemzug werden Ihre Augen und Ihre Augenlider immer schwerer und schwerer. Es ist dann schön, sich nicht mehr anstrengen zu müssen. Einfach loszulassen. Mit jedem Atemzug kommt Ruhe in Körper und Seele. Ihr Unbewusstes wird meine Botschaften aufnehmen.